Beziehungsweise auf dem Moos. Konnten wir die nicht auf Moos sogar selber züchten? Wenn wir genug Moos haben und da drauf Knochen mehlen? Müsste, glaube ich, gehen. Ich habe ja, wenn ich ehrlich bin, von vielen der letzten Updates sehr, sehr vieles gar noch gar nicht ausprobiert. Ich habe zwar immer wieder meine 2-Wochen-Phase gehabt, wo ich ein bisschen gespielt habe, aber ja, meistens nur mit dem, was ich schon kannte. Noch ein Shipwreck. Aber ich bin halt schon komplett voll. Ein ganz kurzer Abstecher. Vielleicht ohne alles mitzunehmen, nur das Wichtigste. Okay, das hier ist wichtig, das ist wichtig. Kartoffeln sind sehr, sehr wichtig. Moos. Hellgraue Wolle, scheiß drauf. So. Das hier können wir mit reinpacken. Das können wir mit reinpacken. Das geht. Das hier können wir auch wegschmeißen, ganz ehrlich. Da. Ich könnte mir einen Slot sparen. Im Endeffekt. Holz können wir bei uns lassen. Das ist auch nicht so schlimm. Dafür packe ich dann lieber das hier rein. Und dann schauen wir nochmal. Wir haben hier hinten eine Tür. Kompass ist ganz cool, die Federn würde ich mitnehmen, die können wir sowieso aufräumen. Papier können wir aufräumen. Die Karte schauen wir uns mal an. Ist ein neuer Schatz. Die Karte sollte man eigentlich, ja, verwahren im Endeffekt. Der Schatz ist auch nicht weit. Und die Schätzchen lohnen sich ja dann meistens schon. Smaragde nehmen wir mit, Eisen nehmen wir mit. Gold Nugget, ganz ehrlich, ciao. Oh shit. Ich hole mal unsere ganzen Eisennuggets. Mach daraus schon mal Eisenbarren. Dann können wir das aufräumen. Die restlichen Nuggets eigentlich sollte sie da lassen. Die Wolle brauche ich momentan dann an sich auch nicht mehr unbedingt. Das Bett würde ich gerne aufräumen. Es wird gerade wieder Tag. Sehr geil. Jetzt könnte ich das Gold mitnehmen. Ich lasse jetzt auch die Werkbank zurück. Egal. Wir gucken uns hier mal schnell um nach dem Schatz. Der müsste in die Richtung sein. Oh, da ist ein Full-Gold-Skelett. Was zum Glück gerade despawned ist. Ich hätte keine Lust auf den Kampf gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, hier drin. Irgendwo hier ist ein Schatz. Da. Kann ich schaden. Prismarinkristalle, sehr, sehr gut. Dieses Bisches Stu sollte ich eigentlich fast da lassen. Gold möchte ich mitnehmen. Eisen nehme ich auf jeden Fall mit. Federn hätte ich schon längst aufräumen können und sollen. Das kann hier bleiben. Das können wir mitnehmen. Die Unterwasseratmung würde ich auch sehr, sehr gerne mitnehmen. Die 20 Sand hier brauchen wir nicht mehr. Ich räume mal die Federn schnell auf. Wir haben ja schon Minimum eine Feder bei uns im Boot. Das heißt, wir haben Platz dafür.
Das können wir aufräumen, das können wir aufräumen, das können wir... Okay, das können wir stacken, sehr gut. Koppel, ganz ehrlich, kriegen wir jederzeit irgendwo wieder. Das ist Müll. Dafür können wir die Karten jetzt aufräumen. Gold haben wir hier drin. Das können wir wegschmeißen. Prismarinkristalle bräuchte ich halt viel mehr hierfür. Papier haben wir schon da drin. Sonst ist hier nichts, was ich hier rausräumen könnte. Nehmen wir den Trank noch mit. Sand weg. Das kann weg. Scheiß auf die Eisenklumpen. Davon werden wir, denke ich, noch mehr als genug bekommen. Ich will doch eigentlich nur ein neues Zuhause finden. Aber hier ist halt Dschungel, soweit das Auge reicht. Ich möchte ungern im Dschungel leben. Aber ich würde sehr gerne jetzt mal irgendwo ankommen. Ich meine, es schadet nicht, den Dschungel in der Nähe zu haben. Mit dem Gedanken kann ich mich durchaus anfreunden, aber halt nicht so. Wenn es so das Nachbarbiom wäre. Savanne? Wir hätten halt zumindest den Berg. Boah, wenn das halt eine einzelne Insel wäre, mitten im Ozean, wäre das dann das Opti. Also eigentlich hätte ich wirklich am liebsten eine größere Insel mit außenrum eigentlich nichts. Weil die kannst du relativ geil spawnproof machen. Man müsste halt nur mit halbwegs begrenztem Platz leben. Aber das ist es. Das ist halt auch noch nicht. Vor allem ist mir der Berg auch nicht hoch genug. Das geht in die richtige Richtung, aber das ist es noch nicht. Was auch cool wäre, wenn wir jetzt auf dem Weg hier an der Küste einfach mal ein Dorf finden würden. Mit dem Waystone, den wir da mitnehmen. Das wäre sehr, sehr cool. Und ich bilde mir mal ein, in der Savanne stehen exorbitant viele Dörfer. Kann auch Einbildung sein. Das ist schön viel Kohle. Könnten und sollten wir eigentlich mitnehmen. Das da hinten wäre halt actually geil, wenn das hier nicht wäre. Dann fände ich es cool. So wie es jetzt aber gerade ist, packt es mich noch nicht so sehr. Mal schauen, wenn wir weiter aufs offene Meer rausschwimmen, vielleicht finden wir nochmal eine Insel. Ich meine, ich könnte das da alles wegbomben, aber das muss nun wirklich nicht sein. Dann mal ein paar kleinere Inseln. Unter anderem mit einem Apfelbaum. Da hinten auch wieder nur eine kleine Insel, oder? Aber ich nehme mal gleich ein bisschen Seetang mit. Da haben wir nochmal ein Schiffswrack. Ich finde, die Suche nach dem ersten Zuhause ist so mit das Anstrengendste an dem ganzen Spiel. Geil aus. Wir hätten hier zumindest keinen Dschungel. Das ist halt... Oder Sumpf?
Heißt, wir könnten eine Slime-Farm relativ in die Nähe setzen. Weil wir haben nicht unbedingt einen Dschungel, der uns hier gleich die Aussicht irgendwie verdeckt. Das könnte gut sein. Andererseits stört mich tatsächlich der Sumpf dabei ein bisschen. Also es ist cool zu wissen, wo ein Sumpf ist. Für, wie gesagt, zum Beispiel so eine Slime-Farm. Aber ich will nicht direkt neben dem Sumpf leben. Das wird auch unfassbar nervig, wenn man nachts die ganze Zeit dieses Rumgeschleime hört. Nicht so geil. Ich bin sehr, sehr wählerisch geworden. Aber ich glaube, mit dem Alter ist das ganz normal, dass man ein bisschen wählerischer wird. Nur würde ich eben jetzt wirklich gerne mal so ein bisschen anfangen. Da auch sehr coole Berge. Komme ich hier durch? Mit ein bisschen Slalom vielleicht. Ja, ich glaube schon. Könnte nur sein, dass wir jetzt eher auf einem Fluss sind als auf einem Ozean. Boah, ich will halt wirklich im Ozean bleiben. Und das ist ein sehr, sehr seltsames Lied. Ich hoffe, wir kommen zurück auf den Ozean. Ich meine, hier kann ich einen kurzen Durchbruch machen. Nicht so schlimm. Ja, ich bin hier noch nicht zufrieden. Wir haben zwar die riesen Berge, aber es ist halt keine Insel, wir sind nicht mitten im Ozean. Wir haben den Sumpf in der Nähe, da würde ich aber eher mit dem Waystone arbeiten wollen. Da ist nochmal ein Schiffswrack, das können wir uns anschauen. Wir kommen halt auch bald nicht mehr wirklich mit unserem Boot weiter. Aber in diesem Boot lagert alles, was wir momentan haben. Ich kann, will und werde das Boot nicht zurücklassen. Das geht einfach nicht. Also wir müssen wieder auf den Ozean. Auch wenn das wirklich ein geiler Berg ist. Dankeschön, Dankeschön. Die lasse ich gleich da. Das hier ist zumindest nochmal ein Barren. Bei dem Wracktyp weiß ich nicht, ob wir mehr Kisten haben. Ja, ich glaube hier. Bücher, auch super praktisch. Dann verzichte ich doch auf das Gold. Papier kann ich einräumen. Nochmal eine Schatzkarte. Ich habe keinen Platz. Und der Schatz ist halt direkt hier. Warte, wo ist mein Boot? Irgendwo da drüben.
Also irgendwo hier. Haben wir einen Schatz. Hauptsache spawnt mal kurz nichts. Das wird wohl auch kurz mal ohne Schaufel funktionieren. Ah, Mann, es ist jetzt einfach schon die dritte Nacht. Wir sind hier, glaube ich, ja, seit einer guten Dreiviertelstunde unterwegs, ohne wirklich was gefunden zu haben. Das ist halt frustrierend. Ich will doch nur ein Zuhause finden. Das ist doch jetzt nicht zu viel verlangt. Oder etwa doch. Hallo Schildkröte. Ich komme halt jetzt nicht mal in mein Bett. Schon längst was gesehen haben, kistentechnisch. Die anderen beiden haben wir so gut gefunden. Und hier wird es jetzt wirklich schwierig. Uncool. Ich könnte so einen Trank nehmen, wir haben sowieso genug davon. Ich mach das jetzt auch. Ah, da muss ich mir darum wenigstens gerade keine Gedanken machen. Das ist bestimmt so ein Ding hier, der Schatz ist die Freundschaft. Oder die Erfahrung, die ich unter Wasser gemacht habe. Aber auf den Schatz kann ich dann scheißen. Komm schon. Gib mir einen Schatz. Also wenn dann eher in die Richtung, oder? Ist natürlich auch geil, jetzt so ohne Schaufel. Ich hätte mir vielleicht eine Schaufel machen sollen. Na siehst du. Gucken wir mal, was haben wir. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier nehmen wir mit. Davon gerne auch ein drittes, klar. Die Karte würde ich eigentlich gerne wieder aufheben. Das hier statt dem Kies TNT würde ich zur Not auf verzichten. So, unser Boot war, meine ich, da drüben. Ich muss bloß aufpassen, dass ich auf dem Weg nicht sterbe. Ja, da ist unser Boot. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich muss schnell was essen. Schnell in unser Boot und schnell weg. So. Ich nehme mal die Rudel in die Hand. Kommen wir wieder auf den Ozean? Das ist jetzt die Frage.
Erstmal räume ich hier auf. Eisen und so sieht halt momentan echt schon gut aus. Die zwei Melonen können wir einfach essen, das hier können wir aufräumen. Sonst normale Setzlinge brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Lass ich mal zurück. Dafür. Wir haben so viel Müll inzwischen dabei. Aber halt nichts, wovon ich mich noch trennen könnte oder möchte. Schwierig. Ich meine, grundsätzlich alles geile Gegend. Wir kommen super, super gut an Sand. Wir könnten super geil eine Slime-Farm in der Nähe bauen. Aber alle Sachen, die wir zumindest für den Anfang einfach nicht brauchen. Ich meine, für den Anfang haben wir genug Sand. Wir haben für den Anfang zumindest kein Bedürfnis nach Slime. Das kommt dann erst später. Und der Rest ist halt egal. Wir haben ein volles Inventar mit geilen Sachen. Wir können direkt loslegen mit dem Anbau. Da ist noch ein Shipwreck. Oh, ich kotze im Strahl. Ich lasse es jetzt einfach stehen. Wir haben dreimal Herz des Meeres. Also, was willst du? Ich meine, viertes wäre natürlich cool. Vier Akquisitoren. In genau dem Abstand, dass du halt wirklich riesengroßes Gebiet einfach unter Wasser hast. Was aber nichts bringt, wenn wir halt nicht relativ mittig im Ozean auf irgendeiner Insel sind. Gerade dafür wäre das halt echt cool. Das da drüben wäre vielleicht nicht schlecht. Hier sind generell sehr, sehr viele Schiffswracks. Schön. Einfach schön. Ich meine, wenn wir da bei der Insel sind, wir wären halt schon relativ weit weg von jeglichem Festland. Ich weiß gerade nur nicht, ob mir die gefällt. Ich bin schon wirklich sehr, sehr wählerisch geworden. Das ist schwierig. Ich finde mich gerade selber ein bisschen anstrengend. Ist aber nicht schlimm. Wir haben Zeit. Ich will sowieso erkunden. Und siehst du, hätte ich jetzt die Insel genommen. Hier ist überall wieder Land. Ich schwimme wieder raus auf den Ozean. So ein bisschen Richtung Sonnenaufgang. Aber nur ein bisschen. Was ist das? Bäume. Ich meine, ich kann hier rüberschwimmen. Wenn ich da eine Insel finde, habe ich ja trotzdem Blick auf den beziehungsweise auf den Sonnenauf- und Untergang. Wenn wir wenigstens unterwegs eine Wüste gefunden hätten und gleich Kakteen mitnehmen könnten, das wäre geil. Ich würde... Ach, leck mich. Ich würde sehr, sehr gerne einen ziemlich großen Kaktus-Tower bauen. Und uns nur durch Kakteen, beziehungsweise nicht nur, aber viel durch Kakteen, mit Knochenmehl versorgen. Das wäre irgendwie ganz cool. Auch bloß eine kleine Kackinsel. Wow. Ja, wir sind einfach schon knapp 4000 Blöcke gereist. Das kenne ich so gar nicht von mir. Normalerweise reise ich gar nicht.
und im Regen reise ich besonders ungern. So, ja, auch noch eine kleine Kackinsel. Ich bin kurz davor, mich auf so einer kleinen Kackinsel niederzulassen. Das Problem ist, besorgt da mal Dorfbewohner. Das würde halt der ultimative Krampf werden. Gut, das wird sowieso, wenn wir uns auf einer Insel niederlassen, aber da ist halt nicht mal Platz. Ich will eine schöne Insel. Okay, wir müssen aufpassen, hier ist ein Ozeanmonument. Ich habe gerade so einen Guardian hüpfen sehen. Ich sehe es gerade bloß bei dem Regen nicht. Und dafür sind wir definitiv noch nicht bereit. Trostlos. Sehr, sehr trostlos. Wir brauchen halt Platz. Ich brauche allein schon Platz für eine große Plantage. Ich brauche Platz für sehr, sehr, sehr große Felder. Viele große Felder. Die sind zwar langfristig auch bloß noch dekorativ, weil wir werden natürlich das Ganze automatisieren. Aber so riesengroß angelegte Weizenfelder haben halt schon optisch viel Schönes. Dementsprechend würde ich das auch gerne wieder machen. Kannst jetzt mal aufhören zu regnen? Wenn es regnet, sieht jede Gegend scheiße aus. Wie soll ich mich da entscheiden? Schiffswrack, Insel. Es sieht nach Akazie aus. Also zumindest wärmer. Wir könnten da diese Armadillos finden, was glaube ich interessant ist. Der Anfang davon sieht relativ flach aus, was sich gut eignet für Felder. Ich stelle mir halt vor, dass du praktisch einen riesen Berg hast. Ziemlich zentral und außenrum hast du noch so, keine Ahnung, 60 Blöcke grob, nur als Anhaltspunkt, die dann relativ flach wären. Das fände ich persönlich eigentlich optimal. Da brennt es einfach schon mal, das ist... Ja, das ist suboptimal. Und ist auch mehr so eine Inselkette. Problem ist, ich habe halt wenig bis gar keinen Bock, mir sowas zu nehmen und dann selber einen Berg hochzuziehen. Ich habe kein Problem mit ein bisschen Terraforming, aber das... Nee, das wäre mir definitiv zu viel. Aber schön, dass überall Schildkröten sind. Das ist gut zu wissen. Beim Hardcore Run haben wir so eine schöne Gegend gefunden. Das ärgert mich immer noch, dass wir die Welt verloren haben. Und vor allem, dass wir die so schnell durch so einen Blödsinn verloren haben. Das war ultra unnötig. Wir sind jetzt einfach inzwischen für YouTube in der zweiten Folge Heimatsuche. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Allein durch die Schatzkarten und die Shipwrecks. Aber wir haben halt noch nicht mal irgendwie eine Starterbase oder so. Nicht mal ein Erdhaus. Das nervt mich ein bisschen. Huch. Vor allem kommen wir wieder Richtung Null. Ich bin irgendwie auf der Heimreise. Ich meine, es wäre nicht verkehrt, Richtung Spawn zu kommen. Das macht das Navigieren gerade am Anfang leichter. Wir können, ich meine, der Ozean ist groß. Vielleicht finden wir an einer anderen Stelle im Ozean was.
Ich will jetzt nur nicht zu nah an den Spawn. So, ich versuche mal irgendwie gerade zu kommen. Das ist das falsche gerade. Ich glaube so rum. Ja, so in etwa. Wie gesagt, wir fahren gerade sehr, sehr in Richtung Spawn, aber das ist okay. Was nicht okay ist, dieser permanent anhaltende Regen. Den empfinde ich ein bisschen als störend. Das da vorne könnte das Festland sein. Also praktisch Spawn. Weiß ich nicht. Habe ich den Kompass einstecken? Also geht ja so auch. Ja gut, wir fahren halt auf den Spawn zu, ist klar. Hätte ich gar nicht nachschauen müssen. Wusste ich ja auch so. Fahren wir ein bisschen links dran vorbei. Ich meine, ja, wir hätten an sich Platz, wir könnten das nutzen, aber ich finde es halt nicht so schön. Das war jetzt nichts, was mich auch nur ansatzweise gepackt hätte. Komme ich hier überhaupt dran vorbei? Ich habe keine Lust mehr auf Schiffswracks. Ist aber, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein liegendes sehe. Auch sehr cool. Jetzt kommen wir hier zumindest weg vom Spawn. Fragt sich nur, komme ich da außen rum? Solange es regnet, sieht es eh alles scheiße aus.